Jetzt machen wir hier in der Rampenlicht-Tour weiter. Ja, wir sind jetzt momentan in der Super 6er-Tour unterwegs. Und ja, wir haben nicht das Rampenlicht-Fahrzeug am Start, welches normalerweise eigentlich für diese Rampenlicht-Tour vorgesehen war, nämlich den 2002er Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec 2. Aber sind zumindest der Marke treu geblieben und sind aktuell hier mit dem 370Z Nismo unterwegs, der so ein bisschen ein paar Jahre jünger ist, nämlich um genau zu sein 17 Jahre Unterschied ungefähr. Und ja, was ich bisher schon zu diesem Nismo sagen kann, ist einfach, dass dieses Fahrzeug mir persönlich unfassbar viel Spaß gemacht hat, gerade in den ersten beiden Rennen, weil er sich sehr angenehm fahren lässt. Also er hat auf jeden Fall ein paar Schwachstellen, aber die sind jetzt nicht so gravierend. Es kann ja nur besser werden und ja, das nächste Rennen in Hakone soll es natürlich mal beweisen, auf nasser, bewölkter Bahn über 5 Runden. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 300 Punkte wieder zur Verfügung, um da mal ja aus dem Vollen zu schöpfen. Und ey, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, ich habe richtig Bock, das Fahrzeug mal derbe zu tunen. Und ja, ich hoffe mal, dass uns die Punkte reichen, um da mal ein bisschen mal was Schnickes rauszuholen. Deswegen motzen wir einfach mal das Fahrzeug optisch auf. Warum nicht? wir haben ja auf jeden Fall ein paar Teile zur Auswahl. Bis auf 700 können wir hochgehen. Schon mal interessant ist. Bei dem Flügel bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt der Flügel vom normalen 370Z ist. Oder aus der Pre-Facelift-Variante vom Nismo. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, jetzt gar nicht. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, den 350Z, den coolen Forza Heckflügel, weil geil. Und ja, die Varis, die uns aber leider viel zu viele Punkte kostet. Ich will aber tatsächlich hier so mit dem Flügel gehen, weil der sieht irgendwie cool aus. Vorne, boah, können wir da auf jeden Fall mal richtig aus dem Vollen schöpfen, würde ich sagen. Ja, natürlich hier mit der coolen Forza Rennschürze. Ja, also ich sag's mal so, diese 350Z Nismo Optik, die gefiel mir schon damals nicht und die gefällt mir heute noch nicht. Ja, aber da geht halt leider so ein bisschen der rote Akzent flöten, was auch ein bisschen schade wäre. Boah, was würde ich denn gerne machen? Ist schon ein Riesenunterschied, ne? Na komm, ich guck mal, wie die Varis Optik ausschaut. Ist die Perspektive ja mal eine andere, auch mal ganz interessant. Man sieht auch sehr, sehr schlecht hier, was man da verbaut. Ne? Das ist unglaublich. Also da muss Forza auf jeden Fall mal ein bisschen nachlegen, was das angeht. Na komm, gehen wir mal mit der kompletten Varis-Optik und dem einzigen Heckflügel, der immer noch von Nismo ist. Hätten wir jetzt theoretisch noch 50 Punkte, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier auszugeben. Das ist ja vollkommen egal. Ja, es geht einfach los. Ah, heraufziehende Wolken. Ja, schön, dass sich das Wetter so schnell geändert hat. Ja, sehr schöne Strecke hier, Hakone. Jo. Ich habe es, glaube ich, immer wieder mal oft betont, aber ich erwähne es gerne an dieser Stelle nochmal, eine fiktive Strecke. Bleib in den schnellen S-Kurven von Hakone in beiden Kurven ganz innen. Meide aber die roten und weißen Randsteine, die dein Auto destabilisieren können. Und wie ich finde, auch eine sehr schöne Strecke, die man hier in dem Spiel hinzugefügt hat. Ja, meisterschaftstechnisch war es lustig, denn in der letzten Folge, also quasi im letzten Rennen, standen wir eigentlich noch auf Position 4. Jetzt sind wir irgendwie komischerweise auf Position 3 vorgerückt. Ich verstehe nicht so ganz, warum. ja, weil die beiden ja auch, oder wir beide jetzt auch hier die gleiche Punktzahl aufweisen. Ne? Also Price Vivi. Wir haben auch 4 Punkte Abstand zum Erstplatzierten. Also von daher, es ist noch alles möglich. Und ja, gucken wir einfach mal. Ja, wir sehen ja auch, die KI hat ja auch schon fleißig an ihren Fahrzeugen schon mal gewerkelt. Ja, ich gehe auf jeden Fall auf Performance. Sieht man vielleicht hier und da mal. Aber komm, wir starten einfach mal. Ah, komm. Wir sind ja jetzt auf Hakone unterwegs. Das ist in Japan. Ey, da muss man doch das Fahrzeug ja doch ein bisschen risen, oder? Ja, so ein bisschen natürlich hier JDM-Qualität hier mit sich bringen.
So, guckt euch das mal an, Alter, wie aggressiv dieses Fahrzeug aussieht. Wie schnell der auch durch die Kurve gefahren ist. Ja. Für diejenigen von euch, die es jetzt nicht wussten, ne, das Bodykit gibt einem hier paar hundert PS noch dazu. Man merkt ja auch gar nicht mehr, dass das ein Nismo ist, oder? Einfach mal so das Emblem weg, die roten Zierstreifen, die roten Elemente, die sind auch einfach weg. Junge, was haben wir denn eigentlich nur mit dem Fahrzeug angestellt? Damit haben wir im Endeffekt einfach nur die gesamte Optik zerstört. Ich bin eigentlich normalerweise einer, der würde ja auch aus Prinzip sagen, ey, ich lasse diese Nismo-Optik so, wie sie ist. Würde eigentlich normalerweise nichts dran rumfummeln. Ich meine, wenn Nismo das ja schon für dich getan hat, warum musst du da noch selber Hand anlegen? Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ein bisschen mehr Power könnte das Fahrzeug schon haben. Das wäre auch wirklich die nächste Baustelle, die ich angehen würde. Also wirklich die ein bisschen mehr Leistung, ein Tickchen Gewicht raus, vielleicht die Gewichtsverteilung nochmal umlenken. Stimmt ja, die Option gibt es ja in diesem Spiel auch. Soll ich vielleicht nochmal öfters mir Nutzen machen? Wäre vielleicht eigentlich kein so ein schlechter Vorschlag. Boah, Junge. Guckt euch mal das Fahrzeug bitte an. Eigentlich sollte das ja so ein Schwarz sein. Aber innen hat er ja schon so ein bisschen, wenn man den Heckflügel sich anschaut, das ist so ein bisschen Porsche-like, wa? Cool. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir überspringen das Ganze einfach mal und schreiten direkt ins Rennen voran. Oh, habt ihr da vorne hier diese seitlichen Nebelscheinwerfer gesehen? Ja, geleuchtet. Einfach auf diese aggressive Optik hier nicht so klar, ne? Meine Güte, ist ja krass. Also, da muss jetzt eigentlich ein Sieg her. Ja, guck mal. Unsere Kameraden, die schlagen sich auch in ihren 370-Z-Nismus sehr gut. Ja, deswegen dürfen wir auch auf Platz 8 starten. Ja, ha. So muss das, nicht anders. Soll regnen. Das ist schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Dach jetzt irgendwie passieren soll, dass es regnet, aber naja. Das wäre jetzt natürlich lustig zu wissen. Darauf habe ich ja jetzt nicht so sehr geachtet, ob es wirklich in den Dächern Regentropfen fallen oder nicht. Forza-Wissenschaft. Sollte man ein neues Format rausmachen. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich ja irgendwie bald irgendwie 20 neue Formate und das ist irgendwie auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Ja, natürlich müssen ja jetzt die Reifenstand kurz mal auf Temperatur gebracht werden. Herr Schwede, warum bremst du denn schon wieder? Die Kurve lädt doch nicht mal dazu ein, da unbedingt Hardcore bremsen zu müssen, so wie ich das gerade tue. Oh, okay. Ja. Ja, wir starten das einmal mal ganz kurz neu. Ihr habt es nicht gesehen. Das war mir eine richtige Karma-Schelle. Oh Mann, Leute. Ja, das muss ja jetzt natürlich sein. So. Nochmal. Ja, diesmal machen wir es richtig. Boah, aber das war jetzt mal maximal Fail. Ich glaube, ich werde es in diesem Let's Play nie verstehen oder beziehungsweise niemals lernen,
meinen Mund nicht so groß aufzureißen. In dem Moment wollte ich eigentlich Maul sagen, aber ich weiß nicht, wie das dann rübergekommen wäre. Jetzt haben wir wieder dieselbe Situation, aber diesmal kämpfen wir uns da mal ein bisschen besser durch. So. Ach ja, solche Aussetzer können ja mal passieren. Und daher absolut legitim, was ich gemacht habe. Oh Mann. Gerade auf dieser Strecke merkt man halt wirklich, dass im 370Z Nismo einfach ein bisschen an Power fehlt. Boah, guckt euch mal an, guckt euch mal den Supra an. Er hat aber auch mal sein Fahrzeug anders gereist, meine Herren. Ja, das ist, denke ich mal, ein Tuner mit Leib und Seele. Sieht auch sogar, wenn man es von außen betrachtet, nicht mal so bescheuert aus. Mit seinem Rear-Mounted Wing und vieles mehr. Aber nichtsdestotrotz werden wir ihn snacken. Und uns mal den ersten Platz hier holen. Einfach mal kurz hier die ganzen Pylonen mal mitnehmen. Alles für die Fans. Ja, aber auch mal so ein schönes Giveaway verteilt. Na gut. Weiter geht's. Ja, also der Supra will auf jeden Fall mal... Ja gut, die Supra... Also mir ist jetzt die Artikelbenennung ja auch sowas von egal. Egal für was man sich entscheidet, man liegt immer falsch. Wobei man sagen muss, hier die Supra klingt schon ein bisschen... Von der Sprachgebrauch her ein Tickchen besser, war. So. By the way, auf Platz 1. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, muss ich ehrlich sein. Aber macht nichts. Moin an Giuseppe Lete. Ja, mir geht's soweit gut. Danke dir und selbst. Drei Runden noch. Aber man kann ja auch mal ein bisschen mal mit dem Chat hier reden, ne? Auf der Strecke passiert ja jetzt auch nicht allzu viel Spannendes. Muss man fairerweise sagen. Es ist auch eigentlich an sich eine sehr einfache Strecke, die man sehr schnell meistern kann. Ja, wenn man die schon so in einem Flow drauf hat. Dann ist der Großteil eigentlich noch ein Selbstläufer. Den Raum haben wir uns ja auch noch gar nicht angehört. Weil die Tachoanzeige ist ja mal schon... ziemlich groß. Da muss auch natürlich alles auf den Blick sein. Ne? Uiuiui, okay, jetzt habe ich da ein bisschen übertrieben. Aber währenddessen einen kurzen Chat reingeguckt, deswegen... Ja? Mal aufpassen, dass die Reifen da sich nicht so sehr überhitzen. Ja, den Nordstreifen-Release auf ACC habe ich tatsächlich mitbekommen. Ich habe auch schon den Trailer mir angeschaut. Wieso kommt das später auf die Konsole?
da jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt für alle Plattformen released worden ist oder nur für den PC. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Okay, sorry, ich muss einmal ganz kurz mal in den Fotomodus gehen. So. Hä? Hier, genau, diese Lichtstimmung. Das muss ich mir mal einmal ganz kurz mir vor Augen führen. Also erstmal ohne Witz, wenn ich mir jetzt so gerade hier die Bewölkung oben am Himmel anschaue, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sieht schon irgendwie nicht so. Eigentlich glaube ich, hier merkt man richtig. Ja, das merkt man ja schon richtig, dass das eigentlich nur ein Bild hier oben ist. Es ist gefotoshoppt. Oder ähnliches. Die Wolken bewegen sich ja auch hier nicht mal auf dem Bild. Ah, so wird also getrickst hier in diesem Spiel. Ja, ja, ich merke schon. Merk schon. Alles gut. Kein Thema. So. Sieht wirklich nichts. Gerade jetzt in dieser Stimmung fällt das schon extrem auf, dass die Wolken echt nicht schön aussehen hier. Also nicht so natürlich. Ich meine, Turn 10 und Playground Games, eigentlich beide haben ja irgendwie so scheinheilig behauptet, dass sie ja Fotogrammetrie nutzen, um den Himmel so exakt wie möglich darzustellen. Aber ich muss schon sagen, das sieht trotzdem irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich sollte mal wirklich mal auf. Ja, natürlich. Natürlich erstmal schön eine Pirouette drehen. Warum nicht? Manchmal echt dafür hauen. Also, ich habe das alles hier mit Absicht gemacht. Wollte ich nur mal so kurz anmerken. Ich wollte einfach mal den anderen mal eine Chance geben. Bin einfach mal gnadenlos auf die Fresse gefallen. Kann doch nicht angehen. Ist mir auch zu blöd. So. Gucken wir mal, dass wir noch zumindest die beiden uns schnappen. Damit wir da jetzt auch nicht so viele Plätze verlieren. Weil jetzt geht es ja irgendwie darum, da jetzt unseren kleinen Fauxpas so gering wie möglich zu halten. Also Stichwort Schadensbegrenzung. Immer. Supra nicht irgendwie vorher auf hinter uns gewesen? Was ist mit dem passiert? Hätte auch richtig Position verloren. Gut gemacht. Wir sind auf P5 gelandet. Ja, von Platz 8 auf 5. Das war mal wirklich. Ja, ich find's gut gemacht. So, wir sind trotzdem Dritter, das passt eigentlich ganz gut. So, trotz alledem haben wir einen Platz aufgeholt. Der Price Vivi jetzt hinter uns gelassen. Aber der Rückstand ist ja trotzdem auf 9 Punkte angewachsen, also das muss schon ein bisschen. Auf jeden Fall im letzten Rennen noch ein bisschen her. Da müssen wir zeigen, dass hier die Optik hier nicht alles ist, ne? Ne, Discord habe ich leider nicht. Tut mir leid. Ja, wir können uns ja ein andermal austauschen.
Kein Thema. So, ja, letztes Rennen. Suzuka. Okay, ich glaube, irgendwie habe ich so wirklich den Eindruck, das Spiel mag mich mittlerweile. Also, in der letzten Folge sind wir ja nur auf deutsche Strecken gefahren. Jetzt fahren wir nur noch auf japanische Strecken. Ich glaube, das Spiel weiß, was ich will mit diesem Fahrzeug. Ich glaube, das Spiel weiß es einfach. So, und mit den 550 Punkten, die ich jetzt zur Verfügung habe, wird jetzt mal richtig Leistung reingeklöppelt, ja. Also, erst einmal, ja, damit wir mal vielleicht mehr was vom Sound bekommen. Auspuff. Da war es eigentlich auch schon gleich, ne? Weiß nicht, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Wenn wir dann nur Auspuff machen. Na komm, machen wir Sportauspuff. Schön Nockenwelle rein. 50 Punkte noch. Sprungscheibe. So, dann sollte es eigentlich passen. Ich denke mal, das Fahrzeug wird es auch handlingtechnisch und griptechnisch das vielleicht auch gut hinbekommen. Ich bin da auch richtig, also gut davon überzeugt, dass das klappen wird. So, Nockenwelle. Damit dreht das Fahrzeug noch höher als ohnehin schon. Ja, Topspeed ist auch auf jeden Fall mal angestiegen auf 304 km/h. Ja, von daher, auf geht's. Suzuka Circuit, Gesamtstrecke. Ja, Discord hatte ich früher mal. Ich weiß nicht, ob mein Account da noch aktiv ist. Vielleicht richte ich das dann mal ein. Mit spürbaren Höhenunterschieden, schnellen Geraden und so gut wie jedem Kurventyp, den es gibt. Eine Strecke, auf der es entscheidend ist, die Geschwindigkeit hoch und konstant zu halten. Ja, so sieht's aus. Deswegen haben wir da nicht nur ein Fahrzeug jetzt mal mächtig hier gewhitebodied, sondern wir haben jetzt auch einfach mal Leistung reingepfeffert, ja? Leistung ist das A und O hier auf dieser Strecke. Ja, wer mir jetzt was anderes sagt, der wird eigentlich recht haben, aber das Rennen. Wir können loslegen. Hat sie es richtig gesagt? Wir können loslegen. Und ich sehe, ach, wir dürfen auf Platz 12 starten. Na gut, eigentlich besser als gar nichts. Aber auch die andere, also die anderen KI-Fahrer haben ja auch gereist, getuned. Das ist mal ein richtiger Tuner-Treff hier, meine Herren. Also ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt hier, wie ich es jetzt in dieser Folgetour. Oh Mann. Ich denke mal, der Unterhaltungsfaktor ist ja mal wirklich hier hoch. Wow. wie dieses Fahrzeug hier wackelt. Der klingt ja aber auch anders jetzt. Durch den Auspuff. Geil. Wenn ich mal ein Fahrzeug, wo man das ja richtig zu spüren bekommt. Boah. Die Flammen. Das Auspuffgeballer. Tschüss. Okay. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet. Aber das hier ist schon wirklich. Das ist geil. So, erstmal schön hier Graslandschaft begutachten. So, haben wir auch getestet. Beständigkeit ist bestanden. Ich komme ja momentan aber nicht so ganz gut durch in KI. Klingt ja jetzt echt noch ein gutes Stück besser. Warum bremst du denn so hart? Hast du irgendwie Angst vor der Kurve oder was ist dein Problem? Du hältst mich nur auf. Muss ja Podium angreifen hier und so, ihr wisst. Aber gut, wir wissen ja ohnehin, dass die KI eigentlich nicht so sonderlich stark auf Suzuka ist. Was haben wir eigentlich mit dieser Auspuffanlage gemacht, wenn ich das mal fragen darf? Ey, der Motor klingt ja mal komplett anders. Boah, ich hätte eigentlich vorher mit diesem Fahrzeug ins Training gehen müssen.
Aber einfach um den Sound nochmal zu genießen hier. Einmal dahingestellt, ob der Auspuffgeböller halt realistisch ist oder nicht. Aber dass der halt einfach mal komplett anders klingt, ist halt einfach geil. Boah, da will ich erst recht nicht wissen, wie der Rennauspuff klingt. Oh ja. Ey, klingt schon cool jetzt. Also so vom Unterhaltungsfaktor her klingt der cool. Ob der realistisch klingt, ist... lass ich mal außer Frage. Das ist mir jetzt in diesem Rennen vollkommen egal. Aber diesen Auspuffsound habe ich auch bisher noch gar nicht gehört. Ob der einfach hier gecuttet worden ist. Und jetzt, wo ich mir mal kurz den Sound reingehört habe, da klingt der doch schon irgendwie so ein bisschen sehr künstlich. Aber ich feiere es trotzdem. Oh, ich feiere einfach das Fahrzeug. So, der ist so cool. Weil man einfach so viel dran machen kann. Da ist mir der Rang in der Meisterschaft sogar zweitrangig. So. Aber das Rennen möchte ich trotzdem zumindest auf Podium beenden. Um einfach mal so ein bisschen meine Ehre hier wiederherzustellen aus dem Opas im letzten Event. Okay, die Power spürt man auf jeden Fall ein bisschen besser. Geht jetzt beschleunigungstechnisch auf jeden Fall ein Tickchen besser von der Hand. Wir kommen aber schon gut an die Supra ran. Ja, wir kämpfen uns auf jeden Fall gut nach vorne. Wir haben ja noch zwei Runden, also von daher alles ganz entspannt noch. Ja, natürlich könnte man im Optimalfall darauf hoffen, dass er vor uns einen kleinen Fehler macht. Oder sie. Wenn wir uns das natürlich ein bisschen mit geschickten Fahrkünsten uns den Platz erkämpfen müssen, dann ist es nun mal so. Gerade eben habe ich natürlich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit verloren. Wäre es mit mir wirklich interessant mal gewesen, einfach mal zu wissen, wie der mit dem Rennauspuff geklungen hätte. Und dann auch noch Nockenwelle maximal. Aber dann würde der 370Z Nismo da mal richtig abgehen. Ja, der Supra... Hab ich schon wieder der Supra gesagt? Ich weiß halt nicht, was in letzter Zeit da mit mir los ist. Supra macht uns das aber auch nicht einfach. Das muss ich fairerweise aber auch sagen. Er versucht da schon so gut es geht ranzukommen.
Jetzt habe ich doppelt gecuttet, das kann nicht sein. Ja, toll. Danke. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob die Strafe jetzt doppelt ausgesprochen wurde oder ob es jetzt nur für einen. Ach, obwohl ich verstehe sowieso nicht, warum haben wir eigentlich überhaupt einen doppelten Cut gemacht? Du schaffst das. Beziehungsweise bekommen? Obwohl ich nur eigentlich die Strecke einmal geschnitten habe. Ach, das muss man manchmal wirklich nicht verstehen hier in diesem Spiel. Schon. Ukra, mach jetzt bitte nicht diesen, ja? Jetzt holt ihr schon wieder Abstand raus, ey. Das gibt's doch nicht. Komm auch wirklich nicht gut voran hier. Gut, auf der anderen Seite muss man ja natürlich sagen. Phoebe macht uns auch extrem Druck hier hinter uns. Also gerade so ein bisschen im Endsektor, also im letzten Abschnitt, holen wir da eigentlich sehr gut auf. Es ist immer nur der Anfangsteil, wo die KI irgendwie stärker zu sein scheint. Und da auf jeden Fall schon mächtig Zeit rausholt. Also von daher relativiert sich das wieder auf der Gesamtstrecke ein bisschen. Ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ja, ich glaube, meine Ambitionen, die ich mir eigentlich fürs Rennen gesetzt habe, die kann ich ja schon mal beiseite schieben. Denk mal, das wird nichts mehr mit dem Podium. Ich will jetzt auch irgendwie keine Harakiri-Aktion hier riskieren. Boah. Spät gebremst. Warte, 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 warte. Vielleicht, vielleicht. Lol. Oh, lol. Eine Strafe? Okay. Ich weiß gerade jetzt ehrlich nicht, was das hier war. Aber es ist mir egal. Ich nehme den dritten Platz sowas von mit. Sowas von dankend an. Super. P3. Nehme ich auf jeden Fall dankend an ein Podium zum Abschluss. Boah. Aber ich sehe schon, die Meisterschaft werden wir nicht gewonnen haben. Ja, weil Karol P. da wieder das letzte Rennen gewonnen hat. Ja, aber der Compound Flyer, glaube ich. Nee, oder der JM. Ja doch, das müsste JM gewesen sein. Der konnte unserem Druck, glaube ich, wirklich nicht standsetzen. Ja, also ich habe da wirklich schon so ein bisschen gegambelt hier mit meiner Fahrweise, weil eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich mal wieder irgendwie so ein bisschen aus dem Kiesbett ballert werde. Aber diesmal das Renngeschehen doch auf unserer Seite. Ja, leider nur Dritter in der Meisterschaft. Ja, ich denke mal, den Großteil der Punkte haben wir wirklich im dritten Rennen verschenkt auf Hakone. Aber selbst wenn wir dieses Rennen gewonnen hätten, glaube ich nicht, dass wir da an Karol P. rangekommen wären. Das denke ich nicht. Dafür ist der Rückstand einfach viel zu groß, den wir jetzt auf ihn gehabt haben. Und von daher, naja gut, ja, ist nur mal Platz 3. Aber Platz 3 mit Style. Das muss man aber auf jeden Fall sagen. Gibt ja auch nochmal gut Credits. Und nochmal 10.000 nochmal als Bonus. Ja, danke Spiel. Also finde ich schön, dass man mir jetzt auch mal endlich wieder nach langer Zeit einen kleinen Bonus gibt. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, um euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Tour zu geben.
machen wir ja dann anschließend hier halt in der V8-Welt, ja, dann geht es hier weiter mit der V8-Erbe, ja, die V6 haben wir jetzt schon hinter uns gelassen und ja, im Rampenlicht steht diesmal hier der Dodge Charger RT aus dem Jahr 1969, aber ihr kennt schon meine Meinung, ich werde das Fahrzeug natürlich nicht fahren, sondern wir werden uns ein anderes aussuchen. Ja, was es hier zur Auswahl geben wird, das sehen wir dann in der nächsten Ausgabe hier in der Rampenlicht-Tour von Let's Play Forza Motorsport auf dem Kanal Demon Gamer XP.